Also, ich bin jetzt hier in der St. Michaelskirche hier in Saarbrücken, wo wir ja heute Abend den Livestream haben mit der Odyssee. Und einfach jetzt mal ein bisschen, ich sehe, ich stehe hier zwischen den FOHs. Das eine ist da vorne der Sound und das andere ist hier hinten, da sitze ich mit dem Stream. Und jetzt geht es halt einfach darum, euch mal ein paar Impressionen zu zeigen und einfach zu hören, wie es denn rüberkommt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Hier der Landesjugendchor, der probt hier gerade noch und man hört das ja eigentlich sehr schön. Wir gehen jetzt gleich mal vorne hin und schauen uns das Setup an. So, der Mann am Ton hat es heute besonders schwer, weil er hat sich wirklich die sportive Aufgabe gestellt, hier in der Kirche bei diesem ganzen Hall so weit zu mikrofonieren, wie es geht. Das sieht ganz gut aus. Lass mich mal zählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mikrofone. Jetzt, wir sehen gleich hier vorne Stereo-Abmix. Wie gesagt, das ist nicht einfach, vor allen Dingen später in der Postproduktion wird das sehr, sehr spannend, ob man das Vermischen des Halls auch mit den einzelnen Instrumenten so hinkriegt. Aber wir sind ja alle mehr als guter Dinge. Schauen wir uns das mal an. So, und jetzt sind wir hier ganz vorne. Ich habe einfach mal die Kamera denn hingestellt und ihr seht jetzt ungefähr, das ist später die Position des Dirigenten. Und da haben die wirklich sehr viel, eine Menge aufgebaut, wie man es hier denn schon sehen kann. Ich versuche gleich mal noch einen Gang zu machen und vielleicht lassen wir uns einfach noch ein bisschen inspirieren. Ich halte mir jetzt hier mein Moderationsmikrofon Richtung Chor. Vorteil dieser Kirche ist halt wirklich, man hört es wie weit und man kann dann dementsprechend auch schon mal. In so einer tollen Kirche, St. Michael ist wirklich schön, hat samstags immer geöffnet. Könnt ihr euch denn mal ansehen und einfach denn mal jetzt horchen wir mal, was kommt. Ich versuche einfach mal mit der Kamera weiterzugehen, immer noch den Chor etwas mit im Blick zu haben. Vielleicht kurz für alle, die es interessiert, wie wir das mit dem Livestream machen. Ich habe jetzt heute Christoph und David dabei, die jetzt von Patrick Mertl freundlicherweise hier mir zur Verfügung gestellt werden. Bei der großen Fläche wird es natürlich schon etwas problematisch mit vielen Kameras. Wir wollen das Live-Publikum ja auch nicht stören. Und so haben wir hier denn eine nette Panasonic, die ist auf einem Dolly, wie ihr seht. Das heißt, der Christoph kann mit dieser Kamera rumfahren, kann mir verschiedene Bilder denn anbieten. Und ich schaue mal gerade hoch. Ich weiß nicht, ob ihr es denn seht, aber da oben steht jetzt die nächste Kamera. Und da haben wir denn praktisch sowas wie die Totale. Und ich sehe gerade, da oben steht der David. Das wird denn so die Totale sein, die mir so ein permanentes Gesamtbild liefern soll, während hier denn auch gerne mal was mit Close-Up passiert. So, und hier haben wir jetzt praktisch den Flügel. Der Flügel wird ja nachher von Horst Becker selber gespielt. Ich bin ja mehr der Orschler, aber das wird sehr, sehr spannend. Und ich sehe jetzt hier auch schon, da liegt der Prolog. Der wird ungefähr so 19.30 Uhr starten. Bis dorthin wird es noch einige spannende Dinge geben, die ich euch vielleicht zeigen kann. Es soll ja um 17.30 Uhr hier das große Einspielen beginnen. Ich bin mal echt gespannt, was da auf uns zukommt. Und wir gehen mal noch ein bisschen rum. So, und die Einspielprobe und es geht hier langsam los. Alle gehen soweit auf ihre Plätze und wir schauen uns doch einfach hier mal
ein bisschen um. Das ist jetzt natürlich wieder schon eine ganz andere Atmosphäre, wenn sich so Stück für Stück das Orchester fertig macht und denn aktiv. Ich glaube, die haben heute wirklich alle Spaß und freuen sich auf diesen wunderbaren Auftritt, den sie hier denn erwarten können. Und Horst Becker in der letzten Abstimmung mit dem Dirigenten. Und gleich schauen wir dann, was noch so alles abgeht. So, Horst, wir sind kurz vor der Einspielung. Das sind gerade 360 Grad. Wenig Menschen gucken mich noch an. Horst, gleich beginnt die Einspielprobe. In einer Stunde kommt das Publikum. Sind wir nervös? Nein, dazu war bis jetzt eigentlich gar keine Zeit. Ich hoffe, die Nervosität kommt erst nach dem Konzert. Ja, wenn man die Champagnerflasche nicht aufträgt, genau, dann kommt genau das. Nee, also eine gewisse Grundaufregung ist schon da oder Anspannung. Aber ich glaube, die muss auch sein, dass wir einfach hellwach sind. Gut, du machst eure hellwache Eindruck und ich muss sagen, was ich nie geschafft habe, du hast Schlackschuhe. Ich habe das nie das in meinem... Ja, meine ersten meines Lebens. Ich habe zur Hochzeit, habe ich mir die gekauft und bin froh, dass sie jetzt zum zweiten Mal in Einsatz kommen. Bei vielen ist ja nach der Hochzeit der Lack ab. Richtig, hier ist er noch drauf. Oh, ich drücke dir die Daumen, ich bin nachher in der FOH und mache jetzt hier noch ein bisschen Impressionen und viel Erfolg, viel Spaß. Vielen Dank auf einen schönen gemeinsamen Konzertabend. Sehe ich so. Bis dann. Und wünsche schon mal jetzt.
das soweit jetzt mal in 360 Grad die Impression hier von der Einspielphase von St. Michael insgesamt. Und ihr werdet es nachher ja, oder ihr seht es im Livestream immer wieder, kauft euch die CD, ist ein wunderschönes Werk und das macht Riesenfreude. Und es ist mir ein großes Fest, Ehre und Freude, das hier produzieren zu dürfen, streamen zu dürfen und vielleicht auch ihr live dabei zu sein. In diesem Sinne, man streamt sich und wir hören noch kurz paar Klangimpressionen, nehmen wir noch mit.